Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf der Niedersachsen im LS22. Der Drescher ist immer noch voll. Ja, wir müssten noch ein paar Stroh reinpressen. Aber können wir jetzt auch machen. Im LS22, wie gesagt, auf der Niedersachsen. Bisschen doppelt gemoppelt gerade. Ja, ihr wisst ja jetzt schon Bescheid, da ich einmal durchgeschaltet habe. Drescher ist voll, die Hänger sind noch unterwegs. Wir haben ja beim letzten Mal die Traktoren getauscht, weil der 500er das einfach nicht geschafft hat. Deswegen ist jetzt der 700er am Zug. Und ist gerade dabei, den Raps zum Hof zu fahren. Weil ich hatte ja auch gesagt, ich würde gerne noch ein bisschen mehr investieren. Jetzt ist er da. Aber ich würde auch gerne vorher noch das Stroh fertig pressen, bin ich ganz ehrlich zu euch. Und erst wenn das Stroh fertig ist, dann können wir, ich, nochmal investieren. Fährst du oder stehst du? Ich möchte da rein. Auch wenn ich jetzt nicht geblinkt habe. Voll weit ist denn die Mühle? Da passt noch was rein. Gut, dann fahren wir direkt zur Mühle und kippen das da rein. Schweine haben wir ja am Hof nicht. Die auch Raps fressen könnten. Da müssen wir uns noch ein bisschen hier durchfriemeln wieder. Ja, klappt doch. Wird schlimmer, wenn hier Paletten stehen. Aber jetzt gerade klappt es. Ja, wunderbar. Richtige Ablageseite gefunden. Müsste ich einmal gucken, welches Feld das war, wo der Drescher gerade drauf ist. Auf der 41, da habe ich keinen Punkt. Mist. So, lädst du bitte auch da drin ab. Von mir aus auch hinten. So. Jetzt werde ich das mal eben ganz fuchsig anstellen. Du bist ja eh per Standardhelfer hier unterwegs, ne? Kann ich den Kurs auch wieder rausschmeißen? Zu verdanken haben wir das. Meiner fehlenden Zeit und dem Update, dass er das dieses Mal per Standardhelfer macht. Aber ist ja auch nicht so schlimm. Genau, dann nimmst du mal den Punkt. Dann nehmen wir das. Feld 41. Hihi. Und schon kann der Traktor gleich wieder von alleine fahren. Dann fahren wir den Drescher an seine Spur wieder zurück. Oh, ein bisschen Raps kommt hier aber noch runter. Also die Ölmühle wird laufen. Lass mal da stehen bleiben. Hier wollte ich rein. Und am liebsten auch einmal kurz noch mal gucken, wie voll ist jetzt die Ölmühle. Auch da passt noch eine Ladung rein. Dann wird es auch langsam eng. Zur Not müssen wir bei uns was ins Silo kippen und das später nochmal in die Ölmühle geben.
Aber bis jetzt passt das alles. So, denn nicht Hof, sondern Feld 41. Viel Spaß. Und wir pressen noch mal ein bisschen weiter. Dass wir das diese Folge vielleicht auch schon erledigen können. Mit dem Stroh. Dann müssen wir die Strohballen nämlich nur noch sammeln. Oder die restlichen Ballen, die wir noch nicht eingesammelt haben, sammeln. Und dann wären wir durch. Jetzt bin ich ein Stück zu weit gefahren. So. Auf in die nächste Bahn. Das klappt ja eigentlich mit der Presse ganz gut. Ich glaube, das ist nämlich das letzte Feld mit Stroh, was wir haben. Danach sind wir erlöst. Und ich glaube sogar das letzte Feld mit Ballen. Dann wollte ich ja den Fermenter platzieren. Ich weiß gar nicht, ob ich den jetzt hier drin habe. Produktionen. Das ist ein kleines, unscheinbares Gebäude. Entweder habe ich den schon platziert oder ich wollte ihn noch. Nee, den hier. Weiß ich gerade gar nicht, ob ich den platziert habe. Da können wir nämlich aus Stroh auch Silage herstellen. Wenn man sich so überlegt, ist Stroh ja nicht allzu viel wert, wenn man das jetzt so verkauft. Wenn wir daraus aber Silage machen, steigert das den Wert. Nachteil ist, es dauert ein bisschen, bis das Stroh zu Silage geworden ist. Soll aber nicht so schlimm sein, weil die Zeit nehmen wir uns denn. Und wir haben ja genügend Zeit, die Silage dann auch zu verkaufen, beziehungsweise wollen wir auch ein paar Kühe haben. So. Dreieinhalb Bahnen noch. Dann sind wir fertig. Yep. Ich glaube, noch mehr Stroh hatten wir nicht, oder? Nee. Noch mehr Stroh haben wir wirklich nicht. Außer wir kaufen uns jetzt denn noch ein reifes Feld, aber erstmal soweit nicht. So, wieder ein Ballen voll. Wir könnten natürlich auch schon in Erdfrüchte gehen. Also Richtung Zucker, hätte ich beinahe gesagt. Dann kaufen wir uns ein Rübenruder und eins, zwei Zuckerrübenfelder. Das könnten wir auch machen. So. Na, jetzt ist der Ballen voll. Dann bin ich jetzt fast gespannt, wann der Traktor endlich ankommt. Wann der endlich zum Drescher hin geeilt ist, dass wir denn da auch weiter ernten können. Oder wir warten den nächsten Ingame-Tag ab, weil der Drescher braucht ja jetzt noch eine Weile. Ihr habt wieder ein bisschen was liegen gelassen. Schauen wir gleich mal. Spätestens in den nächsten Folgen wissen wir das. So. Zwei Bahnen noch. Dann seid ihr erlöst. Das bisschen möchte ich aber auch gerne noch mitnehmen. Ja, jetzt ruckelt es leider leicht. So.
komm schon. Ja, fast. Jetzt. Wo ist denn... Möchte ich wissen, wo du langfährst? Ich glaube nicht. Gut, dann geht's weiter. Sagen und jetzt in die letzte Bahn, aber nee, ganz so weit sind wir noch nicht. Jetzt ist er da. Jetzt habe ich mich auch noch verklickt. So, mach mal die Plan wieder runter. Einmal auf zum Drescher. Den kann der ja doch noch ein bisschen arbeiten. Das wäre ja ganz praktisch. Wenn man sich das Feld so anguckt und den kleinen Drescher, dann ist das Feld riesengroß. Aber ich würde jetzt nicht in einen größeren Drescher investieren. Der Drescher ist erstmal ausreichend, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Oder erstmal werden wir mit dem Drescher leben müssen. Sagen wir es so. Da hatten wir ja im Stream ein bisschen gekämpft mit der Reparatur und dem Sprit. Wer Lust hat, sich das nochmal anzugucken, ich glaube, das war Folge 15 oder 14. Haben wir da gekämpft. Wären wir beinahe den Berg nicht mehr hochgekommen. Ist auch, oder habe ich auch zu den Folgen hinzugefügt, hoffe ich zumindest, ist jetzt ein bisschen lang anzugucken. Gebe ich ehrlich gesagt zu, so 2 Stunden, wie ich mir einen abasse und abeier, ist ein bisschen lang. Aber wer Lust hat, kann sich das natürlich auch gerne angucken. So, mach voll, genau. Na, einen vollen Ballen wir es schon noch rauskriegen, ne? Ja, locker. Das sagt er locker und... Na, 93%, okay. Da lag noch ein ganz, ganz wenig Stroh. Gucken, ob wir das denn jetzt noch... Einen vollen Ballen wäre cool. Und dann würde ich auch Schluss machen mit Ballenpressen. Also mit Strohballenpressen, ne? Erstmal. 250 Liter noch. Na, knapp 200. Oh, das wird eng. 150. Na komm schon. 110 Liter noch. Die werden wir doch irgendwo hier noch auf dem Feld finden, oder? Hier ist noch ein Fussel. Fussel. Da war. Hier ist noch was. 70 Liter noch. Oh, oh, oh. Da. Auf der Jagd nach dem Stroh.
56 Liter, glaube ich. Wenn das 5000 Liter Ballen sind, dann ja. Ganz bisschen. War ja jetzt nicht allzu viel. Also ich würde sagen, wir kriegen den Ballen nicht mehr voll. Dann ist das so. Ja, jetzt haben wir doch alle Fusseln eingesammelt. Und man sehe und staune, es hat nichts gebracht. Denn ist das halt so. Gott, dann fahren wir den mal wieder zum Hof. Ich glaube, wir haben jetzt alles abgeerntet, ne? Und alles weggepresst. Die Weizenfelder sind noch reif. Aber wir könnten auch... Ja, in Hufnähe sind auch Zuckerrübenfelder. Oder an Baumwolle gehen. Ich würde aber sagen, für heute machen wir Feierabend. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch einen wunderschönen Tag, beziehungsweise, Entschuldigung, jetzt natürlich einen wunderschönen Abend. Dann sehen wir uns morgen wieder und morgen nur 5 anstatt 6. Ne? Neuer Sendeplan ist draußen, einfach mal reinschauen. Hat sich nicht viel verändert, außer das Maybach-Baumprojekt mit Professional Farming ist dazugekommen. Montag, Mittwoch und Freitag. Ich bedanke mich bei euch, wünsche euch was. Bis denne.